Ja, und dieses Gesetz kam am Ende also Holter die Polter zustande, wie wir gehört haben. In Hamburg nächste Woche auf dem G20-Gipfel werden die Damen und Herren wohl wieder unter Beweis stellen, wie langwierig und wie schwerfällig politische Kompromissbildung sonst ist. Was auch immer die Staats- und Regierungschefs entscheiden werden, der Protest ist ihnen ganz klar sicher. Etliche gewaltbereite Linksextremisten rüsten sich schon für den großen Angriff. Die zahlreichen friedliebenden Demonstranten, die kämpfen lieber mit Worten, aber nicht weniger heftig. Die Kritik ist im Gegenteil fundamental. Welchen Sinn haben solche Treffen überhaupt? Fragt zum Beispiel der Schweizer Globalisierungsgegner Jean Ziegler. Der stellt diese Form internationaler Zusammenarbeit nämlich ganz grundsätzlich in Frage. Hamburg im Ausnahmezustand, eine Woche vor dem G20-Gipfel. Polizeitaucher an der Elbphilharmonie. Motorradkolonnen in der Innenstadt. Vernagelte Kaufhäuser. Die Freie und Hansestadt Hamburg wird zur Festung. Jean Ziegler, 83, Europas prominentester Globalisierungskritiker, ist schon jetzt angereist. Er will den Regierungschefs die Show nicht allein überlassen. Vor dem deutschen Schauspielhaus wird mobil gemacht. Viele sind gekommen. Gemeinsam statt G20. Was jetzt in Hamburg passiert, dieser organisierte Widerstand gegen die total illegale Zusammenkunft dieser Befehlsempfänger und Lakaien des Großkapitals im G20, das finde ich... Sartre hat gesagt, connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Den Feind erkennen, den Feind bekämpfen. Sein Feind heute, G20, G7, die globalen Zirkel der Mächtigen. Der G20-Gipfel muss abgeschafft werden, ersatzlos abgeschafft werden. Er hat keine irgendwelche rechtliche oder politische Berechtigung. Hinter dem Schutz von 20.000 Polizisten kommen diese Staats- und Regierungschefs zusammen, machen Beschlüsse, die keiner kontrolliert, die keiner kennt, die vielleicht angesprochen werden in einem Schlusskommuniqué, aber dessen Ausführung nicht überwacht werden. Der G20-Gipfel muss abgeschafft werden, ich sage es noch einmal. Die dringenden Probleme, die sich der Welt stellen, sollen diskutiert und gelöst werden im Rahmen der Vereinigten Nationen. Die UNO ist seit langem sein geistiges Zuhause. Die Weltgemeinschaft, so hoffte er als junger Schweizer Anwalt, wird Kriege, Hunger, Armut besiegen. Für die UNO geht er 1961 in den Kongo. Doch dort erlebt er den Sturz des demokratischen Präsidenten Lumumba durch die Amerikaner. Zurück in Europa, in Paris, schreibt er gegen die Konterrevolution, findet Unterstützer in Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Er wird Kommunist und für 12 Tage sogar Chauffeur von Ernesto Che Guevara, als der als kubanischer Industrieminister nach Genf kommt. Und am letzten Abend habe ich gesagt, Kommandant, ich will mit euch gehen. Dann hat er mich zum Fenster gerufen, wo die Lichtreklame der Banken, der Juweliere, der Versicherungen angingen in der Nacht. Dann hat er gesagt, siehst du die Stadt da unten? Dann hat er gesagt, ja, da ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen. Und er hat mir den Weg gezeigt der subversiven Integration. Eintreten in die Institutionen, und versuchen, diese Institution zu benutzen, deren Kraft zu benutzen für die eigenen Ziele. Sein Marsch durch die Institutionen führte ihn nach Genf in den Menschenrechtsrat der UNO. Seit Jahren kämpft er hier als Vizepräsident des beratenden Ausschusses gegen Hedgefonds, Geierfonds, wie er sie nennt. Die Geierfonds, das ist der offizielle Ausdruck, Vulturefonds auf Englisch. Die sind wahrscheinlich eines der schlimmsten Instrumente des Raubtierkapitalismus. Eines der mörderlichsten Maßnahmen, denen die ärmsten Länder zum Opfer fallen, ist die Auslandsverschuldung. Argentinien ist sein Paradebeispiel. In Buenos Aires gibt es jetzt gerade wieder Aufstände, weil Geierfonds die Schuldtitel des Landes aufgekauft haben und nun die letzten Reste des Sozialstaats fleddern. Die Hedgefonds machen dabei über 1000% Profit. Diese Geierfonds, die wollten wir im Menschenrechtsrat verbieten. Wer uns daran gehindert hat, ist Deutschland, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die meisten EU-Länder. Unter dem Druck der Großbanken. Was also tun?
Ist Gewalt eine Lösung, wie bei Che damals? Nein, das wäre die falsche Taktik, sagt John Ziegler. Der Rechtsstaat hier in Deutschland gibt uns alle Waffen in die Hand, um die Strukturreformen, die diese kannibalische Weltordnung braucht, durchzusetzen. Seine Botschaft: Widerstand ist möglich und er wächst. Ich schließe mit einem Zitat von Pablo Neruda: Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Ich danke Ihnen. Noch immer hoffen Jean Ziegler und seine Mitstreiter auf den Aufstand der Zivilgesellschaft, zumal es hierzulande und heutzutage ja gar nicht mehr so viel Mut erfordert, um mit Gesicht und Stimme für etwas einzustehen.